Hallo zu einem neuen Video, Vlog, wie auch immer. Aus der Natur Floridas, aber nicht aus irgendeiner Natur, quote and quote, sondern aus The Nature Conservancy, The Disney Wilderness Preserve. Da seht ihr auch nochmal ein Schild. Da seht ihr das? Jetzt seht ihr es. Ja. Wird öfter auch einfach nur Disney Nature Preserve genannt. Ja. Ist so der üblichere Name. Und ist ein eben von Disney finanziertes Naturschutzgebiet. Wir waren 22, glaube ich. Ich glaube auch direkt am Anfang unseres Trips 22 hier. Wollten es euch vorstellen, konnten wir nicht so ganz, außer so ein bisschen den Eingang. Da wir da, dass da zu stark geregnet hat, vorher und quasi alle mehr als 500 Meter ins Naturschutzgebiet hineinführenden Fußwege dann. Also wir sind hier an der Einfahrt noch, wir müssen noch ein Stück fahren zum Welcome Center, das auch nicht sehr groß ist, aber alles überflutet war. Mhm. Wir versuchen das diesmal erneut, uns diesmal auch zum See durchzuschlagen, um euch den ein bisschen zu zeigen. Und auf dem Weg werden wir euch dann noch ein bisschen was über das Disney Nature Preserve oder Wilderness Preserve, wie es offiziell heißt, erzählen. Man macht halt Nature Conservancy und Disney fasst man da irgendwie immer zusammen, egal, so im allgemeinen Sprachgebrauch. Und erzähle ich noch, wie es dazu kam, dass Disney hier ein sehr, sehr großes Naturschutzgebiet hat. Und hier sehe ich auch gerade eine Ausstellung, Anführungszeichen, in so einer wie so eine Bushaltestelle sozusagen, ja, wo dann eben eine Schautafel drin hängt. Ein Florida Ranching Exhibit, also zum Thema Farmwesen, Ranch, Büffel, also Rinder, Ranch anscheinend. Hat was mit der Geschichte hier zu tun, des Nature Preserves, aber das erzähle ich euch dann so zwischendurch irgendwann beim Rumlaufen. Wir fahren erstmal hin, hier ist noch nicht wirklich spektakulär. Aber ich habe noch was, denn ich möchte mich noch, oder wir möchten uns noch bei Miriam bedanken. Herzlichen Dank für dein Supersenks. Daumen hoch von Thorsten, ich glaube, man hat es gesehen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Hier sind wir tatsächlich direkt schon wieder, bevor wir am Welcome Center sind, nämlich hier ist ein weiteres Ausstellungsstück zum Thema Everglades. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum Everglades? Die sind doch nur im Süden Floridas. Ja, das ist doch das, wo man die Loop Road fährt und das ist doch da unten. Nee, die Everglades ziehen sich tatsächlich bis hierher und sie beginnen hier. Sie beginnen hier, so rum. Ja, der Reedy Creek, also der Fluss oder Bach oder Creek eben und der Jingle Creek, der eine ist ja namensgebend gewesen für das District, in dem Walt Disney World ursprünglich gebaut wurde und der Jingle Creek fließt so ein Stückchen weiter östlich, eher in Richtung Kissimmee. Das sind die Hauptzuläufe der Everglades und die Everglades beginnen tatsächlich, haben hier oben ihren nördlichen Startpunkt und ab hier beginnt das Sumpfgelände der Everglades, dass ich, ihr seht auch hier öfter mal Mangroven und Zypressensümpfe und so weiter, dass sich dann eben bis in den Süden Floridas zieht. Da ist es dann, ist dann der bekanntere Teil, aber ist durchaus auch hier. Und hier sind wir jetzt schon am Welcome Center. Genau. Da müssen wir erstmal einen Parkplatz suchen. Es ist so überfüllt. Wo können wir denn nur parken? Hier geht's nicht. Hier sind Elektroautos. Da dürfen wir nicht parken. Oh, guck mal. Da vielleicht ist hier auf gerade noch eine Parklücke erwischt. Gerade. Puh, das war knapp heute. Jetzt sind wir am Welcome Center. Es ist, wie gesagt, nicht groß. Ihr findet hier insbesondere irgendwas klonkt. Ach, das ist das, was die da... Die Fahnenstange. Fahnenstange, der Wind, ja. Hier sind noch ein paar Regeln, die sollten wir vielleicht als erstes vorstellen. Also täglich, außer an Feiertagen, das stand draußen mit den Feiertagen, von 9 bis 4:30 geöffnet. Man muss sich im Welcome Center melden. Das ist meines Wissens aus Sicherheitsgründen da. Diese Regelung. Damit die wissen, wie viele Leute hier drin sind und wenn ihr nicht wieder rauskommt, wissen sie, wie viele sie suchen müssen sozusagen. Ja, genau. Wobei, wir letztes Mal beim Rauskommen hat uns keiner kontrolliert. Nee. Also,
da war auch keiner hier. Ich weiß gar nicht, ob wir uns registrieren konnten überhaupt. Da war nur eine Liste zum Eintragen. Da war glaube ich, kein Mensch da, meine ich. Ja, das kann sein, aber ja. Es gab auf jeden Fall... Hier gibt es eine Trail-Map. Ja, man muss sich auch per Smartcode auf das Handy registrieren. Ja. Das machen wir mal, machen noch ein paar andere Vorbereitungen und dann erzählen wir euch mehr. Wir sind jetzt vom Welcome Center aus auf dem Weg zu den Trails. Es ist sehr hell, also ich sehe nicht genau, ob ich euch wirklich zeige, was ich euch zeigen will, weil ich das Display der Osmo kaum erkennen kann. Ja, während wir da zu den Trails laufen, ein paar Hintergrundinformationen, wie das Ganze hier entstanden ist. Disney wollte das Areal, das für Celebration vorgesehen war, also für diese ehemals zu Disney gehörende Planstadt am südlichen Rand von Walt Disney World, südlich des Highway 192, die inzwischen ja verkauft wurde. Und Disney brauchte dazu neue Landflächen, die Disney zu diesem Zeitpunkt nicht gehört haben. Und in Florida gibt es Regeln, dass man neues Land im Bereich von Wetlands, also Feuchtgebieten und anderen besonderen Naturgebieten nur dann kaufen darf zur Bebauung, wenn man Ausgleichsflächen in gleicher Größenordnung renaturiert. Und Disney hat dann Land der ehemaligen Walker Ranch, einer großen Rinderfarm, gekauft. Um euch mal zu sagen, wie groß das ist. Wir sind hier ungefähr 40 Minuten vom Südrand von Walt Disney World entfernt. Und diese Walker Ranch, das Land erstreckte sich von hier ursprünglich bis an den Ostrand von Celebration, den Südrand von Walt Disney World. Das ist echt Wahnsinn. Das war eine Rinderranch. Wie groß hier teilweise so Ranches in den USA sind. Und Das ist sicherlich nicht die größte, die es so gibt oder gab. Und das Gelände wurde dann der Organisation, der Nature Conservancy, zur Verwaltung übergeben. Und die Nature Conservancy ist die weltweit größte Organisationsverwaltung von Naturschutzgebieten. Weltweit betreuen die aktuell 119 Millionen Hektar an Naturschutzgebieten. Das ist also ein riesiges, unvorstellbar großes Areal. Damit hat es aber nicht aufgehört, denn abseits dieser Regelung hat Disney sich dann noch selbst was auferlegt. Hier endet jetzt übrigens der bepflasterte Weg und wir gehen in die Natur. Hat Disney sich noch selbst was auferlegt? Nämlich, dass sie zukünftig für jedes Stück Land, das sie in ihrem eigenen, ihnen schon gehörenden Bereich neu bebauen, auch Ausgleichsflächen schaffen, obwohl das rechtlich nicht verpflichtend wäre, weil ihnen das Land ja schon vorher gehört hat, und diese hier auch renaturieren, beziehungsweise der Nature Conservancy zur Renaturierung übergeben und das finanzieren. Das gilt für Flächen, die Disney auf dem Territorium von Walt Disney World neu bebaut. Dazu muss man aber vielleicht noch einen kleinen Rückgriff in die Geschichte von Walt Disney World nehmen. Als das ganze Land gekauft wurde. In den 60ern schon. In dem heute Walt Disney World steht. Hat schon Walt Disney entschieden, dass ein Drittel des Landes dauerhaft unter Naturschutz gestellt wird. Was man nämlich zum Beispiel nicht über Walt Disney weiß, war, dass er ein großer Naturfreund war und dass ihn, oder was nur wenige wissen, sagen wir so, und dass es ihn arg gestört hat, wie komplett alles um Disneyland Resort herum in Anaheim nicht nur durch andere Konzerne genutzt wurde. Deshalb wollte ich hier in Disney World Florida The Blessing of Size haben, damit das nicht alles so eingedrückt wird, sondern dass auch die ganzen Naturflächen verschwunden sind. Und deshalb hat er schon beim Kauf festgelegt, das ist auch unabänderlich, ist in den Kaufurkunden und hier dann in den Deeds, in den Einträgen, in den Grundbüchern von Orange County, Osceola County festgeschrieben, ein Drittel vom Walt Disney World darf nie bebaut werden, sondern ist Naturschutzgebiet. Ein Drittel ist aktuell bebaut
Und ein weiteres Drittel ja, ist wäre unbebaut. Für zukünftige Projekte theoretisch nutzbar. Also könnte Disney World seine Fläche quasi noch verdoppeln. Wir müssen ganz kurz mal schauen. Hier kommt nämlich eine Abzweigung zwischen Wilderness Trail und Harden Trail. Und daran erinnere ich mich noch, als wir hier vor 2 Jahren waren, dass wir den einen Stückchen laufen konnten. Ich ja. glaube, bis zu diesem Steg da gehen wir doch gerade mal da erst wieder hin ja. und schauen dann, wie wir weiterlaufen. Und also Disney World könnte das, was bebaut hat, quasi die Fläche noch verdoppeln. Könnte also noch richtig groß werden. Ich muss dort mal kurz mein Handy geben, dass man hier ein Foto dieser schönen Landschaft macht. Und ein Drittel aber eben nicht. Aber Disney hat gesagt, wir gehen darüber hinaus, denn auch von den Flächen, die wir noch bebauen dürften, also von dem freien Drittel, damals war es noch mehr als ein freies Drittel, da waren einige Sachen noch nicht bebaut. Animal Kingdom war noch nicht geöffnet zum Beispiel, das war Anfang der 90er. Hat Disney gesagt, okay, auch wenn wir Flächen bebauen, die nicht unter Naturschutz stehen, die wir aber trotzdem der Natur entziehen, dann vergrößern wir hier dieses Preserve und renaturieren weitere Flächen. Und so ist dieses Preserve inzwischen auf eine Größe von ungefähr 5000 Hektar angewachsen und wird auch in Zukunft weiter wachsen. Zudem hat Disney hier auch an denselben See angrenzend, den seht ihr nachher hoffentlich kommen wir diesmal hin, das Gelände eines ehemaligen sehr großen Ferienresorts gekauft, das nie fertiggestellt wurde. Das Miralago hat nichts mit diesem Miralago zu tun, das ein gewisser orangefarbener Herr in Florida als Golfresort besitzt, sondern kurz Zwischending, kann dort euch mal was zeigen, dass ich nicht nur ich rede. Ja. Hier sind Infotafeln oder Informationen über Tierspuren, die man hier eben entdecken könnte. Letztens haben wir ganz begeistert davon erfahren, dass jemand die Armadillos von Walt Disney World vermisst hat und in unserem Video wiedergefunden hat. Das wären die Spuren, die ein Armadillo hinterlassen könnte. Opossum, Rabbit, Kojoten, da fehlen drei. Das müsste in hier war ja. garantiert auch mal was drauf. Das ja, müsste ein bisschen in Stand gehalten werden, muss man sagen. Das ist einiges hier. Naja, und dann hat Disney übrigens auch noch erworben, das grenzt direkt hier an, hat das aber noch nicht an die Nature Conservancy übergeben, das wurde erwartet, sondern renaturiert es selbst aktuell. Mhm. Warum auch immer das in Eigenverantwortung geschieht, aber ist so. Und dadurch ist das gesamte Gelände, das hier von Disney renaturiert wurde, bisher ungefähr 6000 Hektar groß. Also schon sehr groß. Ihr seht, übrigens, die Wege sind hier teilweise sehr eng. Immer ein bisschen aufpassen, denn hier gibt es Florida Wildlife und nicht wenig davon. Und noch was, nicht nur Wildlife, auch Wildwuchs. Fasst bloß keine Pflanzen an, bei denen ihr euch nicht 100% sicher seid, dass ihr sie kennt. Es gibt hier sowas wie Poison Ivy und ich weiß nicht, was sonst noch für Pflanzen, die eurer Haut definitiv nicht gut tun. Nein. Das ist wahr. Was euch auch nicht gut tut, ist, wenn ihr hier einem Gator begegnet und dem zu nahe kommt. Gator gibt es hier durchaus auch, allerdings in den feuchteren Arealen eher. Aber was hier zunehmend in letzter Zeit wieder heimisch wird, das steht in einigen Berichten drüber, was hier in der Gegend früher verschwunden war, sind Schwarzbären, die in Florida an sich ja relativ häufig sind, und Panther, also die ja. Florida Panther. Nicht die Mannschaften der, ich glaube, University of Central Florida, die auch Panther heißen, sondern echte Panther. Ja. Aber da machen wir es gerade richtig, denn wenn ihr jetzt sagt, die laufen hier durch die Gegend und vloggen, wir haben in einem State Park kürzlich gelernt, oder das war, glaube ich, schon beim letzten Besuch, ja. Richtiges Verhalten mit den Florida-Bären ist der Tipp dort im State Park gewesen, beim Wandern, Spazieren gehen, wie auch immer man es nennen will, sich zu unterhalten oder auch ein Liedchen anzustimmen. Dann kommen sie einem nämlich nicht nahe. Genau. Also. Das kann natürlich auch an unserem Gesang liegen, der jetzt nicht so herausragend ist. Wenn ihr singen könnt wie Big L von den Country Bears, dann ist das vielleicht was anderes. Das zieht dann vielleicht Bären eher an. Dann habt ihr nachher so ganz einen Tross bei euch. Nein, Bären sind normalerweise hier nicht aggressiv.
auch eher scheu. Aber wenn man sich ihren Jungtier nähert oder sonst, kann das passieren. Aber man soll tatsächlich möglichst immer laut sein. Also jetzt nicht unbedingt schreiend durch die Gegend rennen, das jetzt nein, auch nicht, aber sich eben bemerkbar machen. Ja, dann ziehen die sich quasi zurück, bevor man sich ihnen überhaupt nähert. Denn wenn man sich ihnen nähert, kann es gefährlich werden. Generell solltet ihr hier, wenn ihr euch irgendwelchen Tieren nähert, niemals, oder die seht, wenn ihr niemals gezielt nähern. Weder Gatern, noch Panthern, noch Bären, das, oder auch nicht Schlangen. Also die meisten Schlangen hier sind ungiftig, aber es gibt durchaus auch Giftschlangen hier, auch teilweise richtig gefährliche. Das solltet ihr auf jeden Fall unterlassen. Also einfach aus der Ferne beobachten. Ja. Und oder euch sogar langsam zurückziehen. Ja. Nicht rennen, gerade nicht bei Bären, glaube ich, rennen. Aber das ist so was, was ihr beachten solltet. Was ihr auch beachten solltet, ist ein Repellent zu nehmen. Mhm. Also Insektenabwehr. Wir haben uns mutig heute... um es für euch zu testen, ihr habt ja vielleicht mitbekommen, anderen Vlogs, dass wir dieses Jahr mal Picaridin als Wirkstoff austesten. Nur mit Picaridin eingesprüht. Für solche Art von Naturschutzgebieten, Feuchtgebieten, auch wenn es aktuell tatsächlich wegen der langen Trockenheit nicht wirklich feucht ist. Und Trails nutzen wir normalerweise Antibrom Ultra Tropical. Was richtig stark ist mit 50% DEET. Ja. Kriegt ihr in der Stärke? Ja, haben wir dabei. Falls wir merken, dass Picaridin nicht wirkt, findet ihr in der Stärke gar nicht in den USA. Da ist tatsächlich in Deutschland stärkeres erhältlich als hier. Aber wir wollten mal testen, ob Picaridin, das für die Haut einfach angenehmer ist, auch ausreicht, um hier in so einem Naturschutzgebiet Insekten abzuhalten. Denn beim letzten Mal wurden wir schon zerstochen, bevor wir überhaupt die Zeit hatten, das aufzusprühen, beim ersten Aussteigen aus dem Auto. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Wir laufen mal ein bisschen weiter und ich will euch auch nicht zu sehr voll labern. Ich tendiere ja eh dazu. Wir sind jetzt inzwischen, haben den Harden Trail zunächst verlassen. Das haben wir euch, glaube ich, noch gezeigt. Haben dann auch den Wilderness Trail, das ist der zweitkürzeste, verlassen und sind jetzt auf dem Red Trail. Was für ein unspektakulärer Name. das ist der, den ihr mindestens gehen müsst, um zum See zu kommen, zum Seeufer zu kommen. Die drei Trails zusammen haben eine Strecke von 2,5 Meilen, also ungefähr 4 Kilometer. Das ist das, was wir jetzt wahrscheinlich laufen werden insgesamt. Es gibt noch den. Wirklich heiß. Es ist sehr heiß, ja. Das ist nicht der beste Tag zum... Naja, andererseits ist dann halt nicht so feucht, weil sie die ganze Zeit so heiß ist. Ja, gut, das ist wahr. Es gibt dann noch den Yellow Trail, das wäre nochmal 3,6 Meilen mehr, also mehr als doppelt so viel. Das wäre uns bei der Hitze tatsächlich zu viel. Und wir haben heute Abend auch noch Programm. Wir wollen noch zu Lazy Dog gehen. Das steht vom Namen her so komplett im Gegensatz zum... Zum Wandern. Ja. Irgendwie schon, oder? Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. So ging das doch irgendwie. Muss man in der Schule immer singen. Reicht fast so bei Wandertagen. Ivan Rebrov-Qualitäten. jedenfalls haben wir das noch vor und heute Abend steht noch das Silver Spurs Rodeo dran. An. Haben wir euch letztes Jahr schon gezeigt. Ich bin aber gerade am Überlegen, ob wir das einfach ans Ende des Videos dran schneiden. Das Video trotzdem nur Disney Wildlife Preserve nennen. Und wer es dann weiterschauen will, schaut es einfach weiter. Lazy Dog ist so eine ganz witzige Kette. Vielleicht will es ja jemand sehen. Ich glaube, das können wir einfach machen, oder? Schauen wir mal. Auf schauen Rodeo wir mal. Weiß ich noch nicht, ob ich Lust habe, es stimmt, zu filmen. Das war letztes Mal ein bisschen schwierig. Die Arena, also mit bloßem Auge sieht man es gut, aber auf der Kamera war es alles so fitzelig. Ja, das stimmt. Also, Rodeo eher nicht, aber vielleicht machen wir Lazy Dog noch dran. Da findet ihr dann auch, wenn wir das machen sollten, unsere schweigsamen bayerischen Freunde mal wieder, die in älteren Vlogs aufgetaucht sind. Oder, wie wir sie inzwischen nennen, der bayerische Bummelzug. Denn wenn man mit den beiden durch Disney World läuft, hängt man sie immer ab.
Ja, das ist wahr. Auf einmal dreht man sich um und denkt so, wo seid ihr? Wo sind sie? Ja. Ich zeige euch mal hier diese Kreuzung noch, denn hier würde es vom roten Trail weiter in den gelben gehen. Hier immer einfach kenntlich gemacht. Aber es ist vielleicht auch ganz interessant, dass es eine recht gute Markierung gibt. Ja. Da drüben noch zusätzlich so Holzpfähle. Holzbalk mit Gelb. Hier wird nochmal angezeigt, dass der rote Trail hier weitergeht, wenn man in die Richtung läuft. Also das ist sehr gut gemacht. Und ja, dann... Denn sowas kann ja Wanderer schon hin und wieder mal zur Verzweiflung treiben. Ich weiß nicht, ob ihr in Deutschland wandern geht. Es ist nach unserer Erfahrung in letzter Zeit schon besser geworden, aber manchmal steht man da wirklich und denkt sich so, Weg 2, ja, wo gehst du jetzt weiter? Ja, ja, also ging mir im Pfälzerwald früher zumindest so. Ja, und jetzt auch teilweise, wenn wir mal im Taunus oder sonst wo unterwegs sind, denkt man sich so, tja, und nun nehmen wir mal diese Abzweigung und hoffen, dass es passt. Da weiß man dann, am Ende von Weg 2 befindet sich eine gute Hütte des Pfälzer Waldvereins mit gutem Essen und Bier und findet sie nicht. Ja. Okay, laufen wir hier weiter. Eine Hütte mit Bier werden wir hier allerdings auch nicht finden. Vom Pfälzer Waldverein das, schon gar das nicht. Das ist recht nicht, nein. Wie ihr seht, hat sich der Bewuchs hier ganz gewaltig geändert. Wir sind quasi im Wald angekommen. Angenehm kühl. Für Florida-Verhältnisse. Ja, für Florida-Verhältnisse. Oder schattig, sagen wir es mal so. Mit ein bisschen Luftzug. Und wir nähern uns Lake Butler. Was ich gerade ganz interessant finde, oder ist das ein Gestalt? Das ist ein Gestaltungselement, ja. Ich dachte eben, hier wären Termitenhügel. Sind aber nicht. Das ist eine Bank, die hier so gestaltet ist. Aber Achtung! Ja? Giftschlangen. Caution. Ja. Venomous Snakes in Area. Ja, da sollte man dann schon ein bisschen Auge drauf haben. Wenn hier nicht nur vor Schlangen, sondern extra vor Giftschlangen gewarnt wird. Also. So, geht's weiter in Richtung Wasser. Eigentlich sollte es hier so einen Aussichtspunkt geben, dachte ich. Also so eine... Oder ist das nochmal hier? Und hier ist der See, aber Wasserstand ist im Moment ja so niedrig. Hat ja so ewig nicht geregnet hier. Normal geht der See garantiert bis hierhin. Ja, sieht man ja an der, am Bewuchs. Am Boden einfach. Nimm du mal, ich mache mal ein paar Fotos. Ja, sieht man hier am Boden. Aber auf Bildern habe ich halt auch schon so eine Plattform gesehen. Plattform gesehen. War das nicht das Ding da weiter hinten, diese Bank mit der Rück... Also es gibt hier zwischendrin immer wieder Bänke, auf die man sich setzen kann. Frösche, ganz, ganz kleine Frösche. Du musst aufpassen, dass du nicht auf die Frösche tritt. Ja, dann bleibe ich hier vielleicht lieber am Ufer. Vielleicht kriege ich einen Frosch drauf. Ich nähe mich mal vorsichtig. Ganz, ganz kleine. Ja, ich komme wieder zurück und gucke, dass ich auf keinen... Ah, ich sehe es. Ja, ich dachte, vielleicht ist da vorne doch noch irgendwo diese Plattform, aber... Ja, mal gucken, ob ihr sie sehen könnt. Ich halte die Kamera mal still, dann seht ihr es vielleicht hier hüpfen. Ah, die sind wirklich 1,5 Zentimeter groß. Braun. Also gut getarnt. Und zwischendurch seht ihr es halt, dass es sich bewegt. Hoffe ich zumindest. Vielleicht könnt ihr da so einen Frosch erahnen. Also für uns auf jeden Fall das Zeichen. Wir bleiben mal lieber hier oben. Ja, wir wollen keine Frösche tottreten. Ich dachte, vielleicht kommt, da links geht es ja noch ein Stück weiter, ob da diese Plattform noch kommt, die auf Bildern zu sehen war. Aber... Ah, vielleicht sind die Bilder halt auch schon ein bisschen älter und die ist der Witterung zum Opfer gefallen. Das ist durchaus möglich. Das ist auch... möglich, ja. Das ist hier der Ausblick auf Lake Russell. Und wir machen uns jetzt gleich mal auf den Weg zurück, würde ich sagen. Wir sind schon auf dem Rückweg von Lake Russell. Aber ihr seht ihn hier so im Hintergrund noch ein bisschen. Ich wollte euch nämlich eigentlich noch was sagen über Lake Russell. Das ist einer der wenigen größeren Seen in Florida, der komplett unbebaut ist. Ganze Ufer, keine irgendwelche Communities, keine Luxusanwesen, nichts. Der See ist rundum komplett unbebaut. Wir sind zurück in der Zivilisation. Hier haben wir so einen Ausblick, weiß nicht, ob ihr es über das Gras hier hinweg seht, auf so einen kleinen Tümpel. Und haben es uns erstmal in zwei so Schaukelstühlen bequem gemacht.
ja, schaukeln da so vor uns hin. Und ja, ich finde, ein Ausflug ins Disney Wildlife Preserve oder wie auch immer ihr es nennen mögt, lohnt sich. In Nature Conservancies, The Nature Conservancies Disney Wildlife Preserve. Oder Wilderness? Ja. Wilderness, eine verflixte Kiste. Der Name. The Nature Conservancies Disney Wilderness Preserve. Ja, so müsst ihr es definitiv nennen, sonst dürft ihr es hier nicht besuchen. Ja, findet eine Abfrage statt. Ja, Thorsten persönlich. Der Stuhl wackelt ganz schön nach hinten gerade. Thorsten steht persönlich am Eingang und fragt euch dauerhaft ab. Für den Rest meines Lebens. ja, ich finde, hat sich gelohnt. Mhm. Es ist, wir haben keine, fast keine Tiere gesehen. Ja, also vor allen Dingen Insekten, Vögel, ja, diese kleinen Frösche. Ja, ganz viele Libellen, ja, aber kein großes Wildlife. Wir haben keine, es gibt hier definitiv Wildschweine. Wir haben die Gruben gesehen, ja, in denen sie sich suhlen. Es gibt hier, wie gesagt, Schwarzbären, es gibt hier Panther, es gibt hier Gator. Aber die sind schlau. Die suchen sich in der Hitze und der Großteil des Weges geht halt durch die pralle Sonne. Ja. Mit Ausnahme dieses kurzen Abzweigs zu Lake Russell. Die suchen sich in der Hitze schattige Plätze, während wir blöde Deutsche. Wir waren auch, haben nur noch zwei Leute auf dem ganzen Trail getroffen, ja, die allerdings fitter aussahen als wir. Wären wir blöde Deutsche bei 37 Grad durch die Mittagshitze stapfen, durch die pralle Sonne. Aber es hat Spaß gemacht, finde, ja, ich. Die Länge reicht mir allerdings in der Hitze auch, muss ich sagen. Wenn es jetzt 10 Grad kühler wäre, gern auch den längeren. Aber wie gesagt, die Zeit haben wir nicht. Wir müssen in ziemlich genau einer Stunde in unserer Ferienwohnung zurück sein. Aber auch wenn wir das keinen Zeitdruck hätten bei der Hitze, reicht das, dieser, ja, Weg. Unterschätzt das nicht, die Sonne brennt. Ist ein Riesenunterschied. Ja. Es ist auch nicht wie in den Parks, wo ihr immer mal wieder schnell was Klimatisiertes rein könnt. Jetzt kommen so ein paar Wolken auf, die waren eigentlich, ja, die ganze Zeit nicht da. Ich zeig's euch mal, ja. Ach, habt ihr vielleicht auch nach hinten gesehen? Und ja. Aber gibt ein schönes Bild hier raus, muss, okay, man sagen. Und ja, aber hat sich gelohnt? Definitiv, wenn ihr mal, ja, eben in die Natur Floridas ein bisschen zu Fuß eintauchen möchtet, ist das eine gute Anlaufstelle hier. Wenn das Bild jetzt wackelt, Thorsten schaukelt gerade an meinem Stuhl. Wenn ihr der Hektik und der Lautstärke der Parks mal entkommen wollt, ist das hier ein gutes Ziel. Ja, es gibt hier tausende State Parks, ja, wo es überall Trails gibt und Wildlife Preserves und Wilderness Preserves. Also es ist wimmelt hier, du hast an, ja, jeder Ecke welche. Hier habt ihr quasi doch so ein bisschen Disney-Bezug. Könnt sozusagen sagen, ihr wart im 5. Disney-Park, in einem Naturpark von Disney. Ja. Theoretisch ist das möglich, ja. Und wir machen uns mal auf den Rückweg. Vielleicht seht ihr nachher noch Videos, wir wissen noch nicht genau, ob wir das vloggen. Wenn ich ende diesen Vlog hier und wir hoffen, euch hat der kleine Einblick in diese Natur Floridas auch ein bisschen gefallen. Es ist alles sehr einfach zu laufen. Es ist natürlich wie fast überall in Florida. Es ist flach halt. Flach halt, ja. Also das macht sie der Hitze natürlich deutlich leichter, als wenn das Steigungen wären. Ja klar, natürlich. Gut, dann vielleicht bis später. Oder sonst bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.